Jo, alle wieder da? Komm, ne? Alle Lurker, alle Bots. Ah, lang, lang ist her. Letzte Folge ist ausgefallen. Leider, leider Gottes. Wir haben einiges nachzuholen. In der Zeit hatte ich auch sehr viel, viel Zeit. Ein paar meiner Skills hier. Leveln. Kurzwaffen 50, Schleichen 30, ein paar Sachen habe ich gelevelt hier. Die wichtigsten Sachen, die ich gelevelt habe, Chemie ein bisschen, Akrobatik 30. Wortgewandtheit von 15 auf 27. Wow! Noch ein bisschen Verzauberung und Zerstörung. Für meine Intelligenz, ne? Ja. Witzig, dass wir gerade wieder die Musik haben aus dem Hauptscreen. Obwohl ich wollte, dass die Musik gerade mal pausiert. Was das Spiel gerade leider nicht will. Schade. Ne? Ist ja die Musik aus dem Hauptscreen. Müsste mal ein bisschen leiser, dass man mich wieder ein bisschen besser hört. Hallo, Spiel. Okay. Ganz kurz ein bisschen leiser drehen. Okay. Ich glaube jetzt. Hoffe ich zumindest, dass es passt. Ich kann hier noch ein bisschen rumschrauben. Oh, nee. Schauen wir mal. Wir haben aufgehört letztes Mal beim Würfel. Wir haben einen Würfel unseren Kollegen hier gebracht. Und dann hieß es, ja, okay, du kannst die nächste Quest machen. Und zwischendurch hatten wir einen Albtraum. Ich habe noch ein bisschen die Regeln der Gilden mir durchgelesen. Ist aber jetzt nicht so viel Wichtiges. Was wichtig war, durch die Quest, die wir gemacht haben, haben wir einen Albtraum bekommen. Eine hohe, hochgewachsene Gestalt mit goldener Maske führte mich durch die Toten, wie durch eine Hochzeitsgesellschaft. Ich vernahm viele Stimmen, aber keine Lippen bewegten sich. Ich versuchte zu atmen, doch meine Brust hob sich. Die Gestalt sprach allen, die wir passierten, lachte und scherzte, alle, als würden sie leben. Aber er erhielt keine Antwort. Ich versuchte zu schreien, aber ohne Luft bemühte ich mich vergeblich. Ja, das ist eine Geschichte. Eine Quest ist das. Eine neue Quest, die sich hier aufgetan hat. Lass mich mal kurz gucken. Wo ist denn die Quest? Es geht um einen Albtraum. Die müsste hier irgendwo zu sehen sein. Lefer erwachen. Genau. Das ist diese Quest. Jetzt neu dazugekommen. Die Quest gehört, glaube ich, zur Hauptstory. Aber mit der kann ich leider noch nichts fangen. Ja. Komisch. Und wer noch nicht mehr weiß, was überhaupt letztes Mal war, ich bin hier nicht umsonst in dieses Haus hinein. Nämlich hier gibt es noch ein Buch. Das Buch des Ersten Rates. Der Krieg des Ersten Rates. Wir werden ein bisschen das auffrischen. Wenn es geht, ne? Der kaiserliche Gelehrte Agrippa Fundilis. Verschiedene kaiserliche und dannerische Quellen. Für die westlichen Leser geschrieben. Der Krieg des Ersten Rates war ein religiöser Konflikt im ersten Zeitalter. Zwischen den säkularen Danmer-Häuser und den Denmers und Dagoth.
und den orthodoxen dharmerischen Häusern Ondril, Redoran, Dres, Halul, Helvani. Das waren die Häuser, ne? Also es gab mehr. 1, 2, 3, 4, 5 Häuser. Und dann gab es noch hier die Denmas, die Danmas und Dagoth. Der erste Rat war der erste pandanmerische Regierungskörper. Er brach aufgrund von Streitigkeiten über Hexerei und Verzauberung zusammen, die von den Devenmann praktiziert und von den anderen Häusern jedoch zur Gotteslästerung erklärt wurde. Also, wer sich noch erinnert, die Twenma, das war das Dingsvolk, ne? Das Zwergenvolk, das hier diverse Rituale gemacht hat und dafür verurteilt wurde. Auf jeden Fall. Es wurde als Gotteslästerung erklärt. Die säkulären Häuser von geringer Zahl, aber politisch, magisch und weit fortgeschritten, führten zunächst mit großem Erfolg einen Feldzug im Norden von Morrowind. Eroberten große Teile des Landes. Der heutige Distrikt von Redoran, Werdenfeld und Helvani. Sie wurden dabei von Nord-Orklands unterstützt. Durch die Hilfe bekamen sie Beute und Land versprochen. Die orthodoxen Häuser, weit verstreut und schlecht organisiert, erlitten danach eine Niederlage nach der anderen. Bevor der Nerevar zum General aller Streitkräfte ernannt, also der Auserwählte, der Danmas, Nerevar sicherte sich die Hilfe der nomadischen Barbarenstämme und erzwang eine große Schlacht bei der säkulären Festung Rotenberg in Werdenfeld. Die säkulären Streitkräfte wurden mit Hilfe ascherländischer Stehe ausmanövriert und besiegt. Die Überlebenden wurden zur Flucht in die dänerische Festung am Rotenberg gezwungen. Also Twemba waren die Zwergen, hatten die Festung. Die Festungen waren anscheinend auch ein Berg. Nach einer kurzen Belagerung gelang es Nerevar, den Truppen durch Verrat in die Festung den gegnerischen Anführer zu erschlagen, und dabei wurde Nerevar tödlich verwundet. Es erfolgte ein blutiges Gemetzel. Die Häuser Dwemer und Dagoth wurden ausgelöscht. Also hier erfährt man nochmal im ersten Krieg. Das Haus der Zwerge wurde vernichtet und Dagoth-Ur wurde auch vernichtet durch Nerevar. Nerevar erlag wenig später seinen Verletzungen. Drei von Nerevars Verbündeten unter den orthodoxen Häusern, Vivik, Almexia und Zotzil, übernahmen die Führung des neuen gegründeten Ersten Rates, Großen Rat von Morrowind. Und schließlich zu Gottkönigen und unsterblichen Herrschern von Morrowind bekannt als das Tribunal oder Antivi. Genau, das ist die Geschichte, die wir bis jetzt wissen. Also, die Zwerge hatten etwas zu tun mit Dagoth-Ur. Den Typ kennen wir, glaube ich, schon. Ne? Das ist der Typ vom Roten Berg. Und er hatte Verbündete bei den Zwergen. Ne? Okay. Was machen wir jetzt? Ach, das ist jetzt die große Frage. Nämlich, wir könnten jetzt noch ein bisschen die Feuerklinge, können wir wegschneiden. Silberflammenklinge, ja, okay. Wir gehen nochmal zurück zur Kriegergilde. Und dann klopfen wir mal ein paar Sachen weg. Also Items. Ich habe noch etliche Sachen rausgehaut an Items. Nur durch Alchemie-Items. Was zum Teufel? Der Typ da unten. Wow. Der Typ ist in den Fluss gefallen. The fuck? Wieso tut er das? Sehr komisch. Auf jeden Fall hatte ich letztes Mal
zu viele Items, dass ich überladen war. Und das war deswegen, weil ich hier so viel Zeug mir reingestopft hatte an alchemistischen Items. Die sind zu schwer gewesen, ne? Also nicht 0,1, sondern 0,5, 10 Gewichte und so weiter. Also ich hatte schon sehr viele Sachen, die ich rausgeworfen habe, weil sie zu schwer waren. Also immer zweimal oder dreimal prüfen, ob man vielleicht überladen ist, weil man alchemistische Items zu viel reingestopft hat ins Inventar. Also hier Inventar-Management, ne? Wie bei Witcher, wer es kennt, ne? Witcher 1, 2, 3. Ja, da muss man schon ein bisschen gucken. Und da, Kriegergilde, machen wir mal kurz. Mal Items los. So. Und dann, ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Nämlich, ich habe ein bisschen geskillt, ne? Also, das habe ich jetzt schon 10-mal erwähnt. Ich habe geskillt. Und, ja. Großteils habe ich geskillt. Ein Ding ins Gesicht. Redegewandtheit. Es fängt, glaube ich, gerade an zu regnen. Auch sehr geil. Perfektes Timing. Habe ich jetzt irgendwas zu reparieren? Ich glaube nicht. Nix. Bis letztes Mal habe ich alles repariert, ne? Also eigentlich gibt es hier nichts zum Reparieren. Aber hier sieht man noch einmal meine Sachen. Netsch, Leder, Alithaut zum Beispiel, Metallstücke, Kaguri, Kaguti-Haut, Urhaut, rohes Ebenerz, Vulkanglas. Solche Sachen sind sehr schwer und die können einen sehr schnell überladen. Deswegen hier, ne? Guckt, was ihr im Inventar habt. Unbedingt. Weil. Könnte sein, ne? Ihr seid überladen. Nicht, weil ihr zu schwere Waffen oder Rüstungen habt, sondern weil die Alchemie-Items zu schwer sind. Das kann passieren. Jetzt will ich nochmal gerne kurz Diebesquest. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe einen Skill von. Wie viel habe ich? Einen Skill von 27 Redegewand. Vorher hatte ich 15. Schon sehr hoch. Da habe ich etliche Stunden gelevelt. Nur dass ich hier vielleicht ein bisschen besser Leute bequatschen kann. Und man hat ja letztes Mal gesehen, man könnte den Typ bestechen. Ja, wie geht es euch? Und ich habe alle bequatscht, also wirklich alle. Hier sieht man noch, 86 von 100. Ist nicht wenig, ne? Und das habe ich bei jedem NPC gemacht, den ich gefunden habe. Und der sich hat von mir bequatschen lassen. Ah. Die Frage ist jetzt halt, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, haben wir gleich eine Quest finden. So. Habe ich alles? Stream läuft. Stream einbringen. Okay. Ja. Mein Gott, jetzt habe ich plötzlich 4000, dann 2000 KP. Ist ein bisschen komisch heute.
Merkwürdig. Manchmal ist es stabil und manchmal wankt es, ne? Das ärgert mich ein bisschen. Emmet. Na gut. Wie darf ich? So. Also den Typ hier müssen wir bequatschen. Ein Adeliger, ein Gelehrter. Und ich habe schon ein bisschen probiert. Das Maximum, was ich geschafft habe, waren 5. Man kann sich hier ausbilden lassen natürlich. 125 falschen. Ist nett. Kann noch ein bisschen handeln. Ja, viel hat er natürlich nicht. Er hat nur ein paar Reiseführer, die ich nicht gebrauchen kann. Ne? Er erzählt ein bisschen noch vom, ne? Morrowind. Und das Zaubern. Das übliche erzählte. Und was ich herausgefunden habe beim Überzeugen, nicht jeder Charakter lässt sich gleich leicht oder schwer gleich leicht oder schwer überzeugen mit der Redegewandtheit. Ja. Und die meisten, die sich dagegen wehren, gegen die Redegewandtheit, sind am meisten die Händler oder auch Charaktere, die mit falschen und Wortgewandtheit, also Charisma im Endeffekt, geskillt haben. Und der Typ hier, ja, das ist einer dieser wortgewandten Charaktere, die es einen leider nicht ganz so leicht macht. Können wir jetzt hier mal gucken? Überzeugen. So, wir machen einmal bewundern. Wir können den ja natürlich jetzt auch bestechen, aber man sieht schon, der ist schon sehr zäh. Und wir haben jetzt 0%. Und jetzt sind wir natürlich verbindet. Der will nichts mehr mit uns zu tun haben. Schade. Natürlich können wir ihn nochmal bestechen, aber das geht natürlich ins. Das ist blöd, ne? Schade eigentlich. Auch mehr Redegewandtheit. Aber ich habe jetzt schon so viel geskillt. Wahrscheinlich werde ich ihn bestechen. Also, wenn ich nicht weiterkomme bei dem, beim nächsten Mal, beim Aufleveln, kriege ich natürlich auch wieder Charisma. Und müsste ich eigentlich besser mit Redegewandtheit mich durchsetzen können. Aber mal schauen. Also Diebesquest, ne? Diebstahl und Redegewandtheit, also gegnerische NPCs bequatschen. Nicht so leicht, ne? Was macht das Spiel? Blub. Spiel. Hallo. Spiel kaputt. Ach doch. Gut. Okay. Probieren wir es nochmal. Hallo, ich bin's. So. Probieren wir es nochmal. So. Bewundern. Oh, er will nicht. Oh. Also ich glaube von 10 Mal habe ich es einmal geschafft, ihn so zu bequatschen, dass es ins Positive geht. Aber der ist schon ziemlich zäh, der Typ. Ja, man kann auch, wenn er 0% hat, sich wieder hocharbeiten, 10%. Aber es ist schon sehr schwer, hier nochmal hochzukommen, wenn er auf 0% ist. Der lässt sich echt nicht leicht bequatschen.
Geht immer wieder auf 0%. Nicht so vollzeit. Nope. Nope. Wer will nicht? Ja, nein. Nö. Schade. Also, skilltechnisch wäre ich eigentlich schon längst zu weit. Aber der Typ ist trotzdem ziemlich zäh. Schade. Ich könnte ihn jetzt nochmal bedrohen. Spotten. Verspotten wir ihn. Drohen ihm. Er will nicht. Wenn ich jetzt auf Bestechen gehe. Habe ich sofort wieder Pluspunkte. Natürlich, bei 100 ist der Wert höher, mit überzeugen können. Aber man sieht hier, so hoch ist der Wert auch nicht, ne? Und irgendwann bist du pleite. Jetzt wären wir wieder auf den Normalwert, ne? 50. Geht er wieder runter. Selbst mit Bestechung schaffen wir es nicht, mehr als 50 zu kriegen. Ja, 65. Aber es geht ein bisschen sehr viel ins Geld. Und ich will noch irgendwann später, wenn möglich, vielleicht ein paar Beschwörungszauber mit Monsterbeschwörung noch kriegen. Das wäre sicher geil. Aber ich weiß noch nicht, welche es gibt. Ich glaube, zwei Nekromantenzauber gibt es noch. Oder drei Stück. Die man am Anfang lernen kann. Und ja, der Rest ist ziemlich blind. Da habe ich keinerlei Ahnung, was ich noch an Beschwörungszauber lernen kann. Ne? Dasselbe wie bei Illusionszauber habe ich auch noch keine Ahnung, was da kommt. Da muss ich mich ein bisschen überraschen lassen. Jo, na gut. Fehlschlag. Sehr schön. Erste Quest, Fehlschlag. Hallo. Sprecht nur. So, was machen wir jetzt? Weil die Diebesquest nicht will, wie ich will, machen wir eine kleine Pilgerreise. Und schauen uns auf den Feldern von Ume um. Ja? Wer die Felder noch kennt. Da gab es noch eine Quest vom Tempel. Die würde ich gerne noch machen. Es geht. Das Buch habe ich glaube ich auch noch dabei. Kurz. Das war hier der Pfad des Pilgers. Das ist eine Quest vom Tempel. Und ja, es gibt 7, oder? Ja, 7 Schreine der Gnade. Und die Felder von Kumu sind gleich ums Eck. Und ich glaube, wir brauchen Schlamm. Westlich von Suran an der Nordküste des Almans. Auf dem Weg nach Pellegarde. Also das hier ist kein D, ein P. Pellegarde. Der Schrein steht zwischen zwei Felsen. Man bemerkt ihn leicht. Man ihn östlich auf der Straße reist. Alofs Bauernhof in der hat einen kleinen Steg am nördlichen Ufer des Sees. Der einzige, der in der Nähe und der Alof ist so freundlich, den Dienern des Tempels die Benutzung zu erlauben. Es ist Sitte, etwas Schlamm am Schrein zu hinterlassen, um die Demo wiederzuspielen. So. An der Kühnheit kommt noch. Hm.
Machen wir mal erst einen Schrein und dann sehen wir mal. Müsste hier sein. Wälder von Kumu. Hier. Hier war noch was mit einer Magier. Hier ist schon wieder was Neues. Hier gibt es noch eine Expedition. Könnte ich auch nochmal hin. Los. Da ist nochmal Caldera. Da ist das. Ja. Aber wir gehen erstmal. Gut. Ein Spiel. Hat mich. Ja, Gott, eskaliert. Hier müsste ich auch nochmal hin. Aber ich glaube, hier gibt es nicht viel. Es ist ein Fischerdorf. Hier ist natürlich der Hauptstadt. Ja, also wir gehen zu den Feldern. Mal schauen, ob ich mich verlaufe oder nicht. Ich habe natürlich keine Ahnung. Und wir machen das natürlich nachts. Ist auch klar, ne? Wo wir nichts sehen, absolut nicht. Die Felder müssten wohl. Befestung. Von der Festung aus. Bestrafung. Okay, also zum Wegweiser müssen. Ich hoffe, ich finde den Wegweiser. Sonst habe ich ein Problem. Was ist los? Oh, was bist denn du? Aua! Hey! Was ist das? Warte. Ich hab doch noch einen schönen Zauber. Wenn es stimmt. Na mal gut. Der Zauber. Jedenfalls. Aha! So, Seelenfalle. Ich hoffe, die hat gewirkt. Spiel! Ah, verdammt. Ich will gerade nicht sein. Ah, doch. Aha! Seele gefangen. Easy. Höllenhund. Elendiger. Sehr schön. Gut, wir müssen über die Brücke. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Natürlich scheißstockfinster. Hätten wir eigentlich einen anderen Tag aus. Einen hellen Tag, einen dunklen. Blöd, dass ich jetzt gerade nicht sehe, wo ich überhaupt hinlaufe. Ah, weh. Mal schauen, ob ich mich verlaufe oder nicht. Vorne müsste der Weg sein. Ah, okay. Almora. Okay. So. Was haben wir hier? Ah, schau her. Bin ich irgendwas zum Looten? Hier was? Auch wieder neues Zeugs. Ah, schau her. Stopp, hör damit. Alles meins. Eins, meins, meins. Bis, warte, Bereich. Gott, Spiel. Lass mich. Muss ich jetzt lang? Irgendwo muss der Wegweiser sein. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt vorbeigelaufen bin. Wäre ziemlich blöd, ne? Vorbei. Finster. Nein. Herr Schwede. Ah, ich sehe den Wegweiser. Komm bei. Ah, noch mehr Kraut. Gib mir Kraut. Na komm. Noch mehr Kraut. So, hier ist der Wegweiser. Wenn mir sagt, wo ich lang muss. Husten kann. Nichts da. Schade. Noch mehr Kraut. So. Jetzt. Yeah. Wo muss ich lang? Älterer?
Die Richtung. So. Ah. Hier sind wir richtig. Hier ist die Festung. Wo wir abbiegen müssen. Stimmt. Um zum zu kommen. Über die richtige Richtung laufen. Gucken. Festung, ja. Ja. So, Pellegrad. Die Richtung. Dum 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 dum. Müssten wir richtig sein. Ja, genau. Jetzt müssten wir hier abbiegen. Und hier kommen wir dann zu den Feldern. Also geradeaus. Und dann rechts abbiegen. Genau. Müssten wir richtig sein. Aber ich mach ganz kurz den Pause und komm gleich wieder. Nicht davonlaufen. Komm gleich wieder, ja. Ganz kurz. Alle wieder da. Nichts kaputt gegangen. Okay. Also, jetzt kommen die Felder von Kumm. Los geht's. Also, wir gehen geradeaus die Straße entlang und biegen dann rechts ab. Stimmt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, hier auch. Alter, nur Nebel. Wie sollst du dich dazu rechtfinden? Nur Nebel.
Wir laufen hier entlang. Alter, nur Nebel. Nichts außer Nebel. Noch mehr. Hätten wir einen sonnigen Tag aussuchen sollen. Statt dass ich hier im Schatten rumlaufe. Ich sehe. Das ist schlimm. So, wo bin ich jetzt? Bin ich hier richtig? Hallo, ich bin's. Immer zu Hause. Weg. Hallo. Jemand da? Bin ich wieder bei der Kreuzung? Kann das sein? Na dann. Na? Ja, Gott, wie nah muss ich denn noch an das Schild? Erste Pforte ist böse. Da bin ich hin. Ewig. Also die Richtung. Hier lang, ne? Die Richtung? Oh oh. Da vorne steht schon wieder ein Monster. Hab's im Schatten gesehen. Ja, ah, ich hab dich gesehen, Mist. Gesehen. Beast. Hallo. Scheiße. Der lauert ums Eck. Hallo, ich bin's. Was? Na, komm. Aua. Ah. Au. Ist du wohl? Meine Güte. Alter Schwede. Der war böse. Darf ich den? Oh, nee. Das ist so ein Vieh mit Gua-Haut. Was soll's? Nehmen wir's mit. Der nächste kommt bestimmt. Hallo. Bibims. Nee, das ist aber kein Gua, oder? Das ist was anderes. Hallo? Was zum Fick bist du? Hä? Was bist du? Hä? Das ist kein Gua. Au! Ah, fuck! Warte. Gegenfalle. Erwischt. Aua. Der ist widerstandsfähig. Let's see. Aha. Ein erkranktes Kaguti. Kaguti? Alter, das Vieh sieht aus. What the fuck? Hässlich aus. Natürlich null Wert. Auch schön. Aber Hauptsache das Inventar zum. Nee, ich. Irgendwo müsste ich abbiegen können. Ich weiß noch nicht wo. Dass ich zu den Kumpfeldern komme. Hellegard. Ist das gar nicht auf der Karte hier, auf dem Wegweiser? Also hier geht's glaube ich zu den zur ersten Pfad. Nee. Wo zum Fick renne ich überhaupt rum? Wenn ich hier laufe, müsste ich. Ah, hier lang muss ich. Hier lang muss ich. So. Wir laufen da mal querfeld ein. Hm? Dass wir am richtigen Weg kommen. So. Aha. Hallo, mein kleiner Freund. Hallo. Kleines Grip. So. Die Richtung? Ja, hier müssten wir richtig sein. Warte. Kurz mal speichern. Falls mich das Spiel lässt. Magier, Krieger, bla bla bla. Die Magier, komm. Pilgerreise. So.
Ja, überschreiben. Was? Gut, haben wir's. Reise. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Altar oder sonstiges wird. Leider noch nie. Und wir brauchen Schlamm. Stimmt. Was zum. Hier ist er. Na, lass mich. Ich will Dinge tun. Also ich müsste hier in der Nähe sein, von den Kuhfeldern. Hier was? Du bist aber. Ah, erwischt. War kurz. Da nicht. Ah, da ist ja der Wegweiser. Müsst ihr mir jetzt sagen, wo die Kuhfelder sind? Hier ist Sura. Hier ist Bola. Hier ist Olakma. Handwerk müsste hier sein. Einmal. Umfelde hier. Das ist daran. Keine Ahnung, wo es lang geht. Hauptsache, ich stehe ein bisschen in der Gegend rum. Weiß nicht, wohin ich überhaupt muss. Hey, ja, also. Große Frage aller Fragen. Entweder hier lang oder ich müsste hier lang. Von beiden. Sonne strahlt wie bekloppt. Die Nüsse fallen mir die Sonne entgegen. Alter, ich sehe nichts. Jetzt. Alles im Nebel. Sonne. Ah, warte mal kurz. Den mache ich noch mal tot. Hallo. Du kleiner Wurm. Erwischt. Aha. No. Oh, komm, Spiel, was ist los? Sehr schön, jetzt hinter sich. Hat 2 Sekunden gedauert. Ich aber schon in der Nähe sein, oder? Ah, okay. Ich muss jetzt geradeaus wünschen. Zieh es. Also geradeaus und dann müssten wir zum Schrein kommen. Bin mal gespannt, ob das stimmt oder nicht. Also hier weiter. Diese Straße entlang. Vom Wegweiser diese Straße. Ist auch schon geschafft haben. Bin mal gespannt. Also hier soll irgendwo ein Floß sein oder sowas. Noch mehr Zeugs. Au, das ist Heidegraut, her damit. Der Kopf ist immer gut.
Hier. Verkurzeln. Damit. Gold kommt. Okay. Ja, damit. Nimm einfach alles mit. Alles. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann mal. Hier. Mach das. Ah, stimmt. Ja, damit. Ja. Wir müssen so oder so wieder ein bisschen hier farmen. Alchemistisch Dünns. Dass wir wieder neue Tränke herstellen. Ohne geht's nicht. Rüttelpflanze. Okay. Gott, was ist denn jetzt wieder los? Das Spiel mag nicht. Das Spiel mag nicht. Spiel. Hallo? Ah, jetzt. Ah, okay, da gibt es verschiedene Staubbeutel. Stimmt. Da muss ich mich auch noch mal ein bisschen beschäftigen. Es gibt diverse Staubbeutel. Aber so viel Heidekraut. Da könnte ich fast schon bald einen Shop aufmachen. Die zu verhökern. Quark. Schön. Hier noch. Ah, Kornbeere. Ich glaube, ich brauche auch für irgendetwas. Ich weiß jetzt noch nicht mehr was. Ich muss unten lang, oder? Oh, ich bin zu Hause. Blume. Gut. Ja, damit. Alles meins. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Da gab es verschiedene von denen. Hat nix. Du was? Ja, damit. Noch mehr. Sicher. Hier gibt es noch einen Pilz. Einfach nur farmen. Das Einzige, was ich hier mache, ist... Bin ich überhaupt richtig? Ah, ich bin fast schon... Wälder von Kuh. Schon. Wer weiß, was mich erwartet? Irgendwas Böses? Speichern. Ja. Also immer schön den Weg folgen. Und irgendwann kommt man dann an, wo man an. Kommen soll. Da oben rennt einer rum. Seh dich. Komm runter. Mehr oder nicht. Ich sehe. Hallo. Ist geil. Seh dich. Au. Au. Ist hier. Vielleicht sollte ich meine Waffe wieder aufladen. Das ist sicher mal gut. Ne? Magische Waffe. Hey, hallo, wer ist da? Lensen. Lienzen. Hallo.
Wie geht's? Wie steht's? No, der Chat will heute auch nicht, wie ich will. Ja, wie viel Gold? Ich bin noch nicht so weit. Ich bin Stufe 5. Und ich habe ganz wenig Gold. Ich habe nur 947 Marken. Bin bettelarm. Oh, leveln mache ich noch ein bisschen. Oh, ich habe ganz viele Skills gelevelt, die ich aber für mein Level up nicht Ortgewandte 27. Und was spielt denn Lianzen so? Auch ein Fan von Morrowind? Bin ich mal neugierig? Jein. Eine Rettungsquest. Ist das so ein Cheat? Das hört sich irgendwie so an gerade. Als wäre das so ein Cheat. 25 Suyamas. Suyamas, das glaube ich, diese Ränke. Suyama? Ja, kein Cheat. Ja. Ist schon klar. Matze habe ich. Suyama. 3 Stück. Ne, ich habe nicht genug. Nö. Sorry. Kein Money. Außerdem mache ich gerade noch eine andere Quest. Eine Pilgerquest. Wollte ich unbedingt irgendwann mal machen. Und ich mache die jetzt. Wie viel Zenim kenne ich? Ich bin noch komplett am Anfang. Also komplett. Ich habe fast alles gemacht, was man in Balmora machen kann. Und oh. Muss ich mal schauen, dass ich außerhalb von Balmora ein bisschen weiter quest. Da habe ich ein bisschen schleifen lassen. Mal schauen, wo. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe den Schrein. Da ist er. Das ist der Schrein, wenn es stimmt. Warte, ist es der Schrein? Eine Special Mission. Wälder von Kumschrein. Brauchen wir? Wollt ihr Schlamm opfern? Gegen. Ja. Ja, damit. Die Gnade der Demo. Hab Dank für eure Demo. Ich werde nie eitel, aber überheblich sein. Oder überheblich sein. Sehr schön. Läuft. Sehr gut. Rettungsquest. Feder, Segen gefällt von. Das ist interessant. Man kriegt 100 Punkte. Feder. Also, ich interessiert mich eigentlich nicht so. Ich bin so gesehen der Dieb. Und ich brauche eigentlich nur noch Sicherheit und Eichenskill. Dann klaue ich mir das Geld zusammen. Na dann erzähl mal. Wo kriegen wir denn geiles Suma her? Ich glaube, ich habe nicht mal die Quest getriggert. Die Quest doch immer das gerade ist. Die Rettungsquest. Ja, upgraden. Wieder nicht huschen. Wieder die Story gießen. Ist in Balmora. Kommt sie. Ich glaube, das war das Ratsgebäude. Stimmt. Das Ratsgebäude. Kurz. Wir können uns da mal kurz hin teleportieren. Das müsste genügen. Genügend Geld habe ich. Mal kurz gucken, was das für eine epische Quest ist.
Ich bin neugierig. Also beim Barkeeper kriegt man Sujam. Und zwar die Ratshalle. Die Ratshalle macht. Steht nicht herum. Setzt euch in Bewegung. Oh, jo. Immer diese Barbaren, diese Unfreundlichen. Aber nicht wahr so. Der Witz ist, ich bin so gelevelt, dass ich schneller bin, wenn ich hüpfe, als wenn ich laufe. Ist schon ein bisschen. Fanatisten. Oh Gott. Oh, welche Fanatisten? Ey, ich lass mich hier gerade übelst spoilern. Finde ich immer Zeit. Hallo? Also, der Barkeeper ist. Berichtet euren Freunden von diesem. Ah, das müsste der Barkeeper sein. Hallo? Hast du geiles Zeug? Ah, mal kurz. Speichern. Speichern ist immer wichtig. Wo man irgendwelche Scheiße. Oh. Ganz viel Geld. Ach, aber Gott. Was schreibt man hin? Sujam. Wie heißt das Ding? Sujam. Sujam. Weiß ich nicht mal, wie das Gebräu eigentlich hieß. Alk. Alk. Es wird eine besoffene Geschichte. Wer das kennt, ne? Besoffene Geschichte. So, mein Freund, du willst handeln? Das Handeln. Ich hätte noch eine geile Krokodilwein. Das Kujam. Goma? Ne, Sujam. Das hier war. Anderischer Schnaps. Stark der Genuss führt zum gelebten Geist und verbindet mentalen Fähigkeiten. Er hat ein wie der Tritt eines Gua. Sehr stark um den. Okay, also das ist dieses Gebräu. Ja, ich bin vom Austria. Ja, ich muss handeln, ist klar. Also, wir haben der Creep, wir haben Flynn, Einbrand. Buja, das da. 5 Stück haben. Das geht sich aber nicht ganz aus. Ne? Hey, 160. Es wird ziemlich teuer. 160. Bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich da wirklich mal richtig mache. Beobachtet. Ich kann es spüren. Dann müsste ich jetzt. Wo schlafe ich denn jetzt am besten? Ich will mein Geld nicht hier verballern. Du schaffst das. Was hat der Betten für mich? 10 Jahre, komm. Gib mir. Geht die Treppe hinunter, das Zimmer auf der rechten Seite ist alles. Ja. Rechte Seite. Okay. Rechte Seite. Wo ist denn die rechte Seite? Ah, ja. Nach unten, rechte Seite. Aufgeschlossen. Rein da. Zack. Siehst du? Da ist nichts drin. Schade. Ups. Nö. Also, im öffentlichen Raum ist es ja verboten, schlafen, das wäre jetzt ein Rumlungern gewesen. Und das ist ja verboten, wenn es um die Kaiserlichen geht.
So, hast du noch mehr von deinen Skum? Uyama. So, machen wir mal. Noch mehr Skum. Na, ich bin gleich pleite, wenn es. Sehr schön. Kann ich mich da nochmal reinlegen? Oder ist es jetzt nicht bezahlt? Ich muss mal kurz schauen. Warte. Nochmal. Ich habe auch immer ein bisschen Angst. Weil ich habe hier noch eine TLC Quest offen mit Willkommen. der Ich Dunklen habe es so Bruderschaft. tun, dass ich euch kenne. Naja. Bitte, seht euch nur um. Nochmal. Was habe ich? Handeln. Ja. Suyama. Ist das Ding überhaupt im Inventar? Achso, hier habe ich 13 Stück. Okay. Nein, ich bin nicht von Wien. Ich bin aus Niederösterreich. Ah, ich kann die Betten so oft benutzen, wie ich will. Das ist ja geil. Ich habe gedacht, ich müsste immer wieder einzeln hier das Bett bezahlen. Sprecht zu mir. Ah. Also ich bin von Niederösterreich und habe eine Zeit lang in Wien gelebt. Als kleines Kind, sag ich. Du, nochmal. Hallo. Lässt du mich durch? Nein. Müssen wir nochmal gucken, wie viel Skuma haben wir Ich jetzt? Oder weiß nicht, wo ich Suyama? anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, Na dich gut, zu ich sehen. schau mal. Wir haben 18 Stück. Okay. Wie viel mussten wir haben? Ich mache hier nur alles wegen dem Geld. Je. Alles nur wegen dem Geld hier. Sag mir nochmal an. Wie viel Suma brauchen wir denn jetzt? Mhm. 25. Das geht sich nicht ganz auf. Na gut. Da müssen wir noch kaufen. Bevor wir pleite gehen. Ei, sieht das nur aus? Es geht sich ganz knapp aus. Ei. Gleich bin ich pleite. Oh. Du. Kostbar, fasst euch also kurz. Hier zu. So, 25 Stück. Fliegen. Wie ist das Wetter da drüben? Immer Es du ist mir eine herkommst. Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Ach Gott nochmal, fliegen heute hier. Das ist ja Wahnsinn. Ah, da, 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 da. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 21. Und nur noch zwei Stück brauchen. Aha. Ab zum Geldcheat. Aha. Bin mal gespannt, was. 20.000. Kühles Wetter. Naja, hier ist es eher, wie sage ich, gemischt. Ne? Weil einmal ist heiß, dann ist wieder kalt, dann regnet's und ja. Also ist alles irgendwie gemischt. Ein einziges Wetter, sondern immer wieder. Hallo. Wo wollt ihr hin? Selfie. Hallo.
So, wo will ich denn hin? Mein Ziel ist. Lass mich mal kurz überlegen. Wo wollen wir denn hin? Diese. Bibixuran Altrun. Nach Altrun wollte ich auch nochmal hin. Weil da sind ein paar interessante Dinge, die ich mal. Naja, Herbst ist jetzt noch nicht ganz. Fast Herbst. Also 1, 2 Wochen noch. Und dann wird es nicht mehr so heiß. Obwohl, ne? Dingens. Es ist ja Klimawandel, ne? Und so Zeugs. Da wird es nicht mehr so kalt. Wie vor ein paar Jahren. Es wird eigentlich immer heißer und nicht mehr kälter. Das ist das Problem. Wo bin ich denn? Das ist die Hauptstadt. Und jetzt nach Molokma. Bitte. Alquart ist hier. Alquart hier. Ich weiß gar nicht, wo auf der Weltkarte. Molokma. Ist das nicht irgendwo auf der Karte? Also ich habe noch nicht alles erkundet oder nicht alles erkunden können von der Weltkarte. Sieht man für? Nagmorg. Ah. Das ist Kohle. Knisis ist hier. Knisis ist auch was Wichtiges hier. Weiß ich nicht. Ich wüsste gern, wo das auf der Weltkarte ist, dass ich dann selbst mal hinreisen. Also, dass ich nicht Geld ausgeben muss für den Z Dings, ne? Sollst du. Kann ich da gar nicht ziehen. Ziele? Vivek, ja. Toll. Sehe ich nirgends, ne? Nee. Ich wüsste gern, wo das ist. Molokma. Das muss ja irgendwo in der Nähe sein. Jetzt bin ich mal gespannt, auf welcher Weltkarte das ist. Dass ich da auch zu Fuß hinlaufen kann. Hallo? Ilmai Anton. Molokma ist genau hier. Wow. Also streng genommen hätte ich nach Marandus reisen können. Dann zu dem Ding hier und dann da. Alter Schwede. Ist ja am Arsch der Welt. Ganz kurz. Mein Fuß schläft mir ein bisschen ein. Ah, weh, weh, weh. Finster. Sieht interessant. Muss mich mal wieder zurechtfinden. Neuer Ort, Mann. Nicht denn? Ah, das ist immer so blöd, wenn es nachts ist. Kisten, Kisten, Kisten. Ey, Mene. Hier ist weit und breit nichts. Oh Gott. Einmal kann ich. 1 Stunde Sonnenaufgang. Hier darf man nicht rasten. Müsst ein Bett suchen. Geht's auch nochmal extra. Los. Man darf hier nicht rasten, sonst kommen die Kaiserlichen und zerhacken einen. Ja.
letzte. Molag Amur. Ah, das ist ein Berg, ich komme nicht hoch. Nicht als Insta. Vielleicht werde ich von den Wachen abgeholt und eingesperrt. Betten. Ah, jetzt ist Tag hell. Jetzt müsste ich mal kurz schauen, was sagt mein Dings? Wenn ich irgendwas Kriminelles tue, kriege ich ein Kopfgeld. Ah, ich wurde noch nicht erwischt. Das hat keiner bemerkt, was wir getrieben haben. Interessant. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber wenn keine Wache da oder kein Bürger. Was zum Teufel ist hier? Hier ist die falsche Richtung. Hier ist der Steg. Ach, hier ist die Straße. Hier ist eine Straße, die ich im Dunkeln nicht gesehen habe. Also die Richtung hier. Das führt ja aus Dingens hinaus. Hier lang? Wenn ich hier lang gehe. Hier rennt wieder in die falsche Richtung. Eigentlich müsste ich ja umdrehen. Das ist ein Rückstraße ist hier. Warte, hier, oder? Hier ist ein Dings. Seht ihr? Lass mich drum. Molag. Ja. Was? Hä? Wieso zu viele Gegenstände? Was? What the fuck is going on? Wir haben ein Problem. Wir sind überladen. Oh Gott! Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel Gewicht der Sujam hat. Wir sind überladen. Und durch den Segen hatten wir die Feder. Die Feder, wir hatten einen Feder-Spell. Hier. Punkte. Dann machen wir. Der Zauber ist fehlgeschlagen. Nein! Oh Gott! Was ist jetzt los? Ein Getränk. Nee. Also ich habe den Zauber, der müsste eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest. Wie lange hält denn der Zauber? Er hält 10 Sekunden. Boah, okay. Der hält 10 Sekunden. Wollen wir mal kurz angucken. Anbert. Molag Ma. Die Richtung. Oh nein. Okay. Wir müssen nach Süden, um nach Molag Ma zu kommen. I see. Jeder dran. Warum? Wir stopfen jetzt die ganzen Tränke rein. Hoffen, dass wir irgendwas hier loswerden. So. Gesundheitstrank. Ich nehme den Mana-Trank. Ah, wir hätten sogar Leviathan. Sichtbarkeit.
Es fängt ja gut an. Ah, ich weiß was. Wir nehmen eine Stärke dran. Das wäre die Idee. Ich eine Stärke dran. Wir haben einen Matze. Moment. Ah, komm. So. Müssen wir? Ja, das sieht gut aus. Das passt. Ach du Scheiße. 70 Stärke. Matze entzieht Willenskraft und Intelligenz. Uff. Stärke. Feder. Uiuiui. Also streng genommen müssen wir uns jetzt beeilen. Bevor der Effekt Latna. Haben wir nämlich ein Problem. Wieder hoch. Das ist doch ein Bär. Ey. Hier riecht. Warte. Das Gebäude hier. Das sieht doch nach. Ah, warte. Das sieht. Oh, ich bin vorbeigelaufen, ich schwach. Am Eingang bin ich vorbeigelaufen. Das ist der Eingang. Oh Mann. Hier war ich, glaube ich, schon. Hallo. Du hast Fragen? Das ist die Frage. In welches Gebäude muss ich, um den ganzen Gedöns loszuwerden? Uff. Einfach hinein. Das kann ja lustig werden. So. Ich erinnere mich irgendwie ganz dunkel an dieses Gebiet. Weil ich habe das Spiel schon einmal gespielt. Also. Überladen. Fuck. Oh Gott. Es geht schon wieder los hier. Weiter. Ja. 20 Punkte. Hätten wir mehr von diesen alkoholischen Getränken hier mitnehmen sollen. Ja. So. Irgendwo eine Tür. Läuft. So, eine Tür. Ah. Bodensektion. Ah, hier war ich schon mal. Das ist die Frage, wo ich lang muss. Wahlfahrt. Armige Festung. Uff. Das kann ja lustig werden. Kanäle. Ist das eine Bar? Oh, Teufel. Hier. Hallo? Kanäle. Nö, da bin ich falsch. Okay. Wir haben hier die Kanäle. Wir haben eine Schmiede. Kriegswappendreh. Ah! Ist das dieses? Die Festung? Kanäle? Händler. Okay. Warte mal. Jetzt ist die Frage, wie lange der Effekt noch hält.
Sonst habe ich ein Problem. Also auf die andere Seite. Nein! Scheiße. Miete? Nein. Ach komm. Ja Gott. 50. Ja. 59. Okay. 6. Oh Gott. Ich müsste meine Rüstung hier wegschmeißen. Ach, das ist... Nee. Ich will meine Rüstung behalten. So, Tränke. Weg damit. Schutztrank. Weg damit. Ich schmeiße jetzt einfach alles weg. Magiban. Überhaupt. Ach, ich habe noch einen Arkan dran, ich Idiot. Ja, dann. Durch den Arkanen dran kann ich ja noch ein bisschen Federzauber machen. Den Schlag. Hopp. Jetzt aber. Lass hier nichts liegen. Außer ich finde eine Kiste, wo ich es reinstopfen könnte. Hallo. Wer bist du? Hallo. Willkommen in Molokmar. Wie kann ich euch zu... Erste Pforte, dann Dienste, Ratschläge. Safe. Wait. Safe. Bin mal gespannt, was das. Ich habe so viel Zeugs hier ausgegeben. Warte mal. Machen wir 90. 2. Gebiet. Erkunden. Natürlich. Was ist denn da? Okay. Wetter. Claymore. Okay. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Wer bist du? Molokama. Ja, bitte. Was wollt ihr? Hier? So lerne ich zumindest nochmal den Zauber. Feder. Hier? Hallo? Wer bist du? Ja, ja. Er wird beobachtet. Aber die haben geile Rüstungen. Finde ich cool. Also ich werde das Gebiet auf jeden Fall noch mehr erkunden, nachdem ich das ganze Gesöff los. Sagt der Federtrank? Oh, ich brauche wieder Mana. Das. Zum Glück habe ich auf Vorrat. Hätte ich jetzt ein Problem. Jo, da geht's. Kann ich euch helfen? Hallo. Wer bist du? Iras. Ja. Alter Schwede. Mal durch.
Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Jo, jo. Erste Wort. Na, rüber. So skill ich wenigstens noch ein bisschen. Nein. Box. Nicht schlecht. Du? Nope. Ah. Oh Gott. Hier? Ach, es ist eine Gefängniszelle. Hallo. Okay. So, habe ich jetzt alles oder war das, war da noch eben? Hier gibt's glaube ich. Da habe ich. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Ach. Okay. Nö. Na komm schon, Zauber! Ah. Ja Gott. Das Glück ist, ich habe die Tränke umsonst bekommen von der Magiergilde, ne? So. Muss ich fertig sein? Was kann ich für euch tun? Hallo? Bleib stehen. Was ist mit dir? Ist das der Typ jetzt oder ist das ein anderer? Wege? Pilgerstätten, nö, na. Sandberg. Sandberg auf der anderen Seite ist. Nennt euch nur GMZ. Orientierungspunkt, Sichtweite. Wieso alles gucken wir uns auf einmal saugen? Den Typ soll ich jetzt töten? Oh Gott. Nein. Wieso? Ist das wirklich so gedacht? Oh Gott. Oh weh, es kann ja was werden. Warte. Speichern. Stimmt, stimmt. Ja, da war ja was. Skuma erhöht Stärke um 50. Es sieht es. Na dann, alle tot. Ihr Enwa. Na, bist du wohl? Na, bist du wohl? Dummkopf. Okay. Ich bin gestorben. Ja. Läuft sehr gut. Muss sagen, sehr gut. Also muss ich alle trinken? Alle auf einmal. Okay. Alle auf einmal. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das was bringt. Alle. Ich kenne da so eine Werbung. Und wie viel möchten Sie von der neuen Kantwurst? Alle. Na gut. Okay. Zuma, oder wie ist das Ding? Ike? Einmal. Alter Schwede. In dem Spiel ist es so ein bisschen, ne? Umständlich gemacht.
Aber so werde ich das Gewicht auch wieder loben. Genau, Rügenwalder. Die mit der Rügenwalder. Rügenwalder. Wie viel möchten Sie denn? Alle. Das ist eine geile Werbung. Aber auch verdammt alt schon. Wie alt ist die Werbung? 10 Jahre? 15 Jahre? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir es gleich. Hoffe ich mal. Puh. Na, jawohl. Ich kenne das noch vom Fernsehen. Also damals im Fernsehen die Werbung. Wo es die Rügenwalder gab. Ich mag die Werbung von damals. Irgendwie so simpel gemacht. Und irgendwie brennt sich die in den Kopf ein. Du. Frühstück noch? Alter Schwede. Ich werde die ganzen Gewichte wieder los. Speichern nochmal. Ach du. Es nimmt kein Ende. Nein. Nicht nochmal speichern. So. Alter. Alk. So. Alk das hier. Ihr werdet leiden. Der nächste. Attacke. Hallo? Wien? Luzera. Nope. Ihr Enwa. Ja, doch mal stehen hier. Alter Schwede. Berserker. Worum geht es denn? Ups. Alter Schwede hier. Hallo. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Alter Schwede. Echt nicht wenig. Alter. Nächste. Attacke. Bruder. Sprecht. Batz. Getötet. Kenne ich euch? Nope. Euer Ende naht. Oh oh. Ich hab ein Problem. Ah, fuck. Verdammt. Also die HP, die bleiben jetzt nicht wirklich. Shit. Okay, okay. Uff. Uff. Das war knapp. Nochmal von vorne. Scheiße. Ja, das hatte ich vergessen. Heiltränke wären auch nicht schlecht, ne? Zwischendurch, ja. Ich hab gedacht, ich mach die alle tot. Ein Hieb. Nein. Na? Ihr dürft sprechen. Schnauze. Hallo? Hallo? Okay. Nächste. Kenne ich euch nicht? Nope. Alter Schwede, was macht denn die HP-Anzeige? Warte mal, Heilung? Nein, nicht Ausdauer. Ausdauer? Ja, Ausdauer ist schön, nicht, ne? Ah, Genesungsdrang. Ja, damit. So, Genesung? Und wie viel gibt denn der her? Nicht viel. Das ist schlecht. Auch einen stärkeren Heilungsdrang. Ah. Bin ja eigentlich fast schon wieder RIP, ne? Hm.
euch? Alter Schwede! Die hat mich fast getötet! Holy shit! Also da bin ich echt noch schwach, was das angeht. Ich hab kaum Heiltränke. Ich glaube, ich hätte Heiltränke kaufen sollen. Oh Gott. Das ist echt schlimm. Oh Gott. Ausdauer. Auftrieb. Was ist das? Ja. Schild. Shit. Hab ich noch Heiltränke? Ich glaube nicht. Den kann ich noch nehmen, ja damit. Darf ich mal? Ihr dürft sprechen. Worum geht es denn? Dies wird euer Ende sein, Spit. Und tschüss. Der nächste bitte. So, den noch. Hi. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Gut. Fall um. Ehrlich. Schön. So, haben wir hier noch einen? Ja. Fuck. Also die machen mich hier One-Hit. Alter Schwede. Shit. Nee. Also irgendwie habe ich gerade keinen Glück. Das ist scheiße. Scheiße. Bisschen leichter hätte ich es mir schon vorgestellt. Na gut. Nochmal von vorne. Ich habe nur wenig Zeit. Ach, halt's Maul. Sieh mal. Oh. Na, fall doch mal um. Was zum... Was? Ich habe nicht getroffen. What the hell? Echt jetzt? Oh Gott. Uff. Das ist jetzt übel. Ich schaff nicht mal den ersten. Scheiße. Das wird, glaube ich, eine lange Folge. Von Trial and Error. Oh weh. Oh Gott. Sputet euch. Ich habe nur wenig Zeit. Na, hallo? Ja Gott, jetzt wirst du mal. Ja Gott im Himmel eins. Ich bin schon wieder halb tot. Der hat nur einen einzigen Hit gelandet, ne?
Das war ein einziger Hit. Puh. Das ist krank. Na, komm! Nein! Ah, fick doch! Puh! Holy die Waldfee! Ja, ja. 60 Sekunden, glaub ich. Oh, warte mal. Ziemlich tricky. Kenne ich euch? Nö. Ab. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. So. Und tschüss. Ich höre eure Worte. So, hier sind zwei. Hier ist noch ein. Jetzt werdet ihr sterben. Und tschüss. Safe. Warte, warte. Jetzt haben wir ja alle Grünen zerlegt, ne? Jetzt müssten wir eigentlich nur noch Kleinen erledigen, stimmt. Ist halt blöd, wenn mehrere Gegner in einem Raum sind, weil sie dann einen zerhacken. Ja? Drei Gegner. Tschüss. Nächste. Und tschüss. Ah. Jetzt fehlen nur noch zwei. Ich bleib an der Kante hängen. Scheiße. Ja. Lass mich hier rein. So. Sputet euch. Ich habe nur wenig Zeit. Uff, das ist ein stärkerer, glaube ich. Sieht mir aus. Oh oh, nicht gut. Ah, scheiße. Irgendwo habe ich das Gefühl, der Alk halt hat nachgelassen. Das ist gerade blöd. Oh oh. Nochmal von vorn. Verdammt. Kann man die auch ohne töten? So, nochmal. Hey, hallo? Nee, er hält noch. Ah, mal. Jetzt ist er noch an. Jetzt habe ich euch. Kenne ich euch? Wie mal. Es gibt kein Entkommen. Und tschüss. So. Ah, okay. Also jetzt hat der Trank nachgelassen. Jetzt, ne? Also hier ist nichts mehr an Buffs. Mehr ging sich leider nicht mehr aus, ne? Die restlichen dürften, glaube ich, zu stark sein für mich. Was das angeht. What the hell? Wie viel haben die? Assassin ist Tanto. Beschwörender Dolch. Wow. Ach du Scheiße. Ernsthaft? Ja, damit. Uff.
gleich mal plündern hier. Die echt so viel Zeugs bei sich? Ja, kurz. Bist du warm? Schild, Stahlpfeile. Hey, es hört sich. Interessant. Ich hätte sogar Ketinbein. Natürlich habe ich schon die Ausrüstung vom DLC. Deswegen. Der Großteil der Ausrüstung hier eigentlich schwach. Aber. Flammenklinge. Also die magischen Sachen nehme ich mir auf jeden Fall mit. Die sind nicht billig, die sind sogar. Ach du Scheiße! Vulkanglas Schulterplatten. What the hell? Grüngürtel. Eine Befestigung. Ausdauer. Holla die Waldfee. Ja, damit. Ring der dritten Barriere. 6. Uff. Heilige Mutter. Schulterplatten. Einschienen. Das ist sogar stärker als das Set, was ich jetzt schon vorher schon habe. Das Set habe ich aus dem DLC. Das kriegt man, wenn man die Assassinen tötet. Aber das ist ja glaube ich noch. What the hell? Oh, unten haben. Boah. Bekloppt. Ach du. Sieht ziemlich geil aus. Uff. Nicht schlecht. 80.000 für ein Schwert? What the hell? Aber ich kann es nicht tragen. Es ist gerade blöd. Ich kann das Schwert nicht tragen. Oh Mann. Codex des Ehrenmanns. Abbinde. Athletik. Wow. Vielleicht könnte ich das Schwert in den Krug stopfen. Probieren wir mal auf. Das Schwert müssen wir uns nochmal. Natürlich bin ich jetzt überladen, ist klar. Die Urne. Nämlich die Dings. Die Sache ist die. Die werden ja irgendwann einmal despawnen. Also die werden ja wegspawnen, die Leichen. Irgendwann mal. Die Frage ist halt wann. Und ich bräuchte dann noch einen Händler, wo ich das alles loswerde. Nee, die Bruderschaftsrüstung, die lasse ich mir. Die ist ja auch nochmal ein bisschen 1000 Euro wert. 1000 Dingens. 1000 Gold. 1000 für das. 500 für das. 500 für das. 500 für das. Ja, den Helm können wir nicht. Oh Gott, 500, 1000. Ja. Es. Sexy. Okay. Speichern. Der Alkberserker. Uff. So geht's auch, ne? Alles entschieden. Drückt halten. Nö. Nee. Dann muss ich einen kurzen Moment warten und mich nicht bewegen. Hallo? Darf ich mal? Was hat denn der noch? Alter, der hat eine Axt. Oh Gott. Der hat sogar neue Handschuhe. Eure rechte Hand.
Okay. Ui. Oh. Hey. Puh. Vielleicht. Muss ich nur noch den oben looten, wenn es geht? Zwei waren so. Da liegt noch einer. Und der noch. Ah, Vulkan, Sturmklinge. 6000. Oh. Lähmungswaffe. Uiuiui. Ja komm, den nehme ich mit. Oh Gott. Uff. Ja nö, passt. Was machen wir morgen? Wir laufen als Gott rum. Oh Gott, was haben wir hier noch? Stahl. Noch eine Stahl. Was? Ja, ich habe eine Kurzwaffe. Ah, Vulkanglaswaffen brechen. Glas. Zustand 400. Ah, I see. Man sieht hier schon, ne, meine Klinge hat 1000. Das hat nur 400. Ah, I see. Assistance. Dolchbeschwörung, Blitzschild. Die sind sehr schnell kaputt. So ganz perfekt. Ja, okay, die Bruderschaft ist noch billiger. Bei der Rüstung ist es, glaube ich, egal. Ah. Also die Waffen muss ich mal merken. Schnell kaputt gehen. So, was ist mit euch dann? Wir haben, glaube ich, nur Ketin. Ja. Ketin. Nur Ketin. Ah, komm. Okay. Gut, die haben nichts für mich. Schau. So, jetzt gehen wir nochmal hier lang. Hi. Ich habe eure Brüder getötet. So. Den Typ hier können wir freilassen. Ah. Verliesschlüssel. Hi. Muss ich da irgendwas drücken oder geht die Tür von alleine auf? Das ist jetzt die Frage. Geht die Falle auf oder zu? Oh, okay. Hi. Hallo. Wer bist du? Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Naja, ich bin befreit. Willkommen. Naja. Grenzgarnison, Pilgerherberge, Rumpfentribunal. Aus Redoran. Der Tempel auch als auch das Redoran haben eine Garnison. Aus Freiwilligen. Pilger nutzen die Festung als Standort. Kanberg. Okay. Sehr schön. Und das ist jetzt ein Dieb gewesen. Wer bist du? Bire Indaram ist der Vizemarschall. Oberster Befehlshaber. Kriegswappen. Natürlich, den haben wir gerade zerhackt, den Typ. Aka der Kerze ist der höchste. Von Redoran. Hara Rattalot ist der Hofkämmerer des Tempels. Okay. Wer bist du? Jubilen Zenom, zu euren Diensten. Ich bin Mitglied der Gilde. Ja, welche Gilde? Liebesgilde? Aha, also der gehört zur Diebesgilde.
Block auf. Fels. Ah. Interessant. Aber mehr können wir jetzt auch nicht machen mit ihnen. Schade. Hat mir ein bisschen mehr vorgestellt. Die Sache, die jetzt noch fehlt, ist, dass wir die ganzen Items hier, die wir hier gesammelt haben, erhöht haben. Das fehlt jetzt noch, ne? Also die Bruderschaftsrüstung verhöht kann. Dann wahrscheinlich noch eine zweite Rüstung. Auch nochmal verhöht kann. 1000. Holla die Waldfee. Also die zwei leben noch. Hier liegen noch zwei rum. Aber die haben nichts Besonderes. Die haben, glaube ich, nur Ketin. Die Ketinhose, ja. Das ist nichts wert. Aber der Typ mit der Rüstung hat eine. Na, lass mich gucken. Auch wieder nur Kittin. Den habe ich schon geplündert. Fehlt mir nur noch. Was habe ich nicht? Abbilder. Wahre Ehrenmann. Aus Redoran. Ach, die Redoran sind die Feinde der telvanischen Zauberer. Die Lügen der vertrauenswürdigen Hall. Also so gesehen habe ich es mir jetzt mit Haus Redoran eigentlich verschissen, indem ich die alle zerhackt habe, ne? Oh je. Redoranische Edelmänner. Tja. Ach, das sind Anbeter der Dederat. Schöpfer und Vorfahren. Göttlichen. Hatten wir auch eine Geschichte aus dem Tempel, was die Dederer sind und was die anderen Gottheiten sind. Schwert, mittlere Rüstung. Ja. Die Tugendhaften. Alles Sektenschutz. Gibt's hier was? Ja. Ah. Hier gibt's noch keinen Christ. Mit Griff. Ja, damit. Ah, noch ein Schrank. Hier gibt's noch mal Zeugs. Schulterplatten. Gardistenhelm, Edoranischer Helm. Auch ganz schön. Knochenbeinschienen. Noch? Knochenharnisch. Das ist wie diese eine Quest mit der Diebesgilde, wo die Kriegergilde sagt, dass man alle zerhacken muss. Da gibt's noch so eine Quest, ne? Oh, da heißt es, man muss alle zerhacken. Und da kommt man aber in ein spezielles Gebiet. Und dort darf man dann alle zerhacken, weil keine Wachen dort sind. Ne? Das ist wieder so ein Ding. Da muss ich mal überlegen. Mit dem ganzen Kram hier rausschaffe.
Den ganzen Kram muss ich hier rausschaffen. Oh. Hier steht natürlich keine Kiste rum. Die Leiche bleibt hier liegen. Ah, es ist blöd. Hm, was hat denn der? Der hat noch eine Hose. Rüstung. Oh. Ja, die Rüstung ist am schwersten. Hm. Wie viel könnte ich mitnehmen? Ich jetzt erstmal die Bruderschafts-Items hier mal in die Kiste reinpassen. Oder den Schrank. Stopf was in den Schrank. So. Ist hier draußen am Gang. Warte. Ah. So, wir stopfen erstmal. Trick hier. Ah, das hier. Und das hier. Du. Ich habe trotzdem zu wenig Platz. Ich bin da noch. Ach, ich habe noch die Klinge dabei. Tom? Ah. Ja. Zack. Bin da immer ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Mein Freund. So. Dann nochmal. So, was haben wir noch? Ah, das ist 8. Ah, dass das immer so viel wiegen muss, das ist. Drin. Ah, nee. Aber okay. Alles in den Schrank. Kopf einfach alles. Ich bin mir. Es ist mir wohler, wenn ich alles in den Schrank öffne. 1000, 17.000, 8000. Oh, Limo. Oh Gott. Dann weiß ich wenigstens, wo ich es reingelegt habe. Nämlich bei einem Behälter merke ich mir, wo der Behälter ist. Ne? Und weiß, dass ich zu diesem einen Behälter zurücklaufen muss. Ne? Ja, es wiegt schon wieder zu viel. Ach je. Jetzt ist die Frage. Welcher Händler hat 5000 oder 8000 oder mehr Gold im Inventar, dass er mir Items abkauft? Das ist jetzt die große Frage. Also wenn jetzt jemand weiß, wer reichen Händler, ich würde sofort hinlaufen. Feuerangst. Das ist geil. Vielleicht sollte ich mal auf zwei Händler leveln. Alter Schwede. Ich bleib wieder am Eck hängen hier. Nee. Oh. Ich mal. Nächste bitte. Was? In Caldera? Oh Gott, das ist ja auch wieder so ein Weg, wo ich laufen muss. Caldera ganz oben im Norden, glaube ich. Kurz bevor man zum Geisterdings kommt. Zum Geisterpforte.
Na, jetzt wird hier nichts gegoogelt, jetzt. nee. So, der ist tot. Die zwei interessieren mich nicht. Östlich von Bibik ist. Bibik ist hier. Caldera ist ganz woanders. Caldera ist hier oben. Almora ist hier. Bibik ist hier ganz oben. So was verwechselt. Was? Eine Händler? Uiuiui, na, das wird ja immer schlimmer. Uff. Eine Händler. Ach, mal schauen. Ich habe so gesehen die Game of the Year Edition. Das heißt auf gut Deutsch, ich kann alles nachschlagen, weil bei Game of the Year Edition habe ich automatisch die Komplettlösung dabei. Ja, auf Englisch, aber egal. Mal kurz gucken. Was sagt Wilde Magiergilde? Der Turm. Kopfgeld? Keins. Null Kopfgeld. Wow. Das ist heftig. Man kriegt kein Kopfgeld. Ich habe alle zerhackt und krieg kein Kopfgeld. Uff. Das ist übel. Das ist echt. Wie viel Gold habe ich jetzt? Gold habe ich? Lass mich gucken. 2400. Ohne dass ich die Items verkauft habe. Uff, nochmal 8000, nochmal 17000, nochmal 28. Boah. Das ist krank. Schild. Die dritte Barriere. Warte mal. Ganz kurz. Mein Chat noch. Mal gucken, wie hier alle am Lurken ist. Ah, I see. Sehen. Also die ganzen Worker. Allen. Wie ist's? Im Blick. So, okay, also wir haben kein Kopfgeld bekommen, obwohl wir alle zerhackt haben. 8000, nochmal 17000, nochmal 28000. Uff. Ja, läuft. Voll gecheatet. Was habe ich noch was im Schrank liegen? Irgendeine Gabel? Hier. Ja, damit. Nope. Also Alkohol nehme ich noch mit, ne? Gattel? Ja, damit. Alles plündern. Sehr schön. Ja. Hier. Ja, da kann ich wieder ein bisschen Alchemie machen. Sehr schön. Die Dings, die Eier sind schwer. Bin ich jetzt schon wieder überladen, obwohl ich nur Dingens mache. Also Ramsch mitnehme. Humpen. Ich. Apfel. Auf jeden Fall werde ich dann noch ein bisschen. Nicht die Quamme. Apfel. Da werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Alchemie machen. Also jetzt kann ich mir die Alchemie leisten. Hust. Nachdem ich alle abgeschlachtet habe. Oh Mann. So krass. Aber der Viewer kommt.
Kultur kommen. Ah, Aschekartoffel. Ja, damit. Was? Dieb? Hallo? Was ist mit dir? Hä? Geld? Hat er mich jetzt gesehen? Hallo? Was ist mit dir? Du bist selbst ein Dieb. Der beschimpft mich als Dieb? Dem Typ noch gut. Hallo? Was ist mit dir? Muss ich dich jetzt auch noch zerhacken? Fahrt fort. Was braucht ihr? Darf ja nicht wahr sein. Kopfgeld? Kopfgeld? Zungenkröte. Wenn ich jetzt der Wache über den Weg laufe und der sagt Dieb, dann kriege ich ja alles wieder abgenommen. Dann muss ich die doch noch zerhacken. Ja? Ah, das ist jetzt schwierig. Ich habe ja gespeichert. Oder? Also wenn jetzt irgendwas passiert, dann... Fein. Sexy. Hat der noch was? Nö. So. Der Counter, der Viewer-Counter hat sich wieder normalisiert. Wer ist gedacht? Keiner mehr da? So, hallo? Ah, da sieht man wieder, das ist einer dieser Wachen. Typ. Worum geht es? Der hier. Ihr dürft sprechen. Redanische Wache. Also wenn der im Raum gewesen wäre, dann... Bist du? Hallo? Kann ich euch helfen? Oh nö. Geheimnisse? Träger? Balakaldraso von der Gilde der Magier in Altrund gibt Unterricht für Neuankömmlinge. Und sie ist außerdem immer bereit, über ihre Berufung zur Priesterin zu reden. Was? Magierin und Priesterin. Gerüchte? Ein Pilger von Nabisee, nördlich im Osten aufgebrochen. Ein Ort für einen Pilger. Pilger, wer ist das? So, was hast du hier? Die Frage. Wie viel Gold hat der? 1200. Ja, da können wir schon ein bisschen handeln, oder? Wieder haben wir das Meisters. Jetzt könnten wir uns sogar die geilen Sachen. Bitch. Ui, das sind die Statten. Oh, oh, oh. Silber Langschwert. Stahldeig. Das sind alles nur Langwaffen. Armbrust. Nett. Die Helme benutze ich. Sind mir ziemlich wurscht, ne? So, ich habe jetzt 17.000 für die Hose. 8.000 für die Stiefel. Holy Quacamole. Wer hat mit draußen? Bisschen du. Ich könnte noch ein bisschen reparieren. Ein bisschen reparieren. Und ein bisschen leveln. Okay.
Achso, da ist. Schick. So, wie viel kostet es? 200. Leck. Ja, damit. Können wir mal ein bisschen reparieren? Ich hab zu viel gegen. Es ist so schlimm, ne? Ah Gott. Ich mach mal ganz kurz Sound vom Spiel. Nämlich, wer kennt es? Das Soundgeräusch von Wiederhammer. Der ist ziemlich laut. Echt nicht, wie sag ich's? Echt nicht so geil. Weil es dann den Viewern die Ohren wegfetzt. Sehr schön. Zack. Okay. Mach ich wieder laut. So. So, okay. Wie sich der Viewer-Counter wieder hier normalisiert. Oh Gott, nee. Das ist schlimm. Kommen sie erst einmal rein und gucken, wie ich die Leute zerhacken, dann gehen sie wieder. Ach je. So, was ist mit... Schmiedehammer ist zu schwer. Auch gut. Bin wieder verhökern. Was ist denn da? Viel weg damit. Und da. Naja, minimal. So. Hat Geld eigentlich ein Gewicht? Geld ein Gewicht hat? Wie viel wiegen dann 20.000? Was haben wir denn da? Ah, das ist schön. Kiste! Ist gar nichts. Oh Gott, was soll das? Ich beklau den Schmied, ist mir gut. Oh Gott, bin so tief gesunken. Ja, damit. Klau einfach an. Es ist mir so wurscht. Oh Gott. Was Neues? Mittlere Rüstung. 6 Punkte. Brauche ich nicht wirklich, aber okay. Okay. Ja. Und. Alles geplündert? Mit den ganzen Reichtümern weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll. Naja. Schmiedehammer? Ja, Schmiedehammer. Hi. Redanische Wache. Na gut. Mein Fuß schläft mir gerade ein bisschen ein. Ist böse. Jetzt mal kurz gucken, wie spät es ist. Es ist 20 Uhr, glaube ich. Kurz denken. Boah. Mood Crap. Mal schauen. Östlich von Vivik.
So schlecht. Wird noch ein geiles Schild und Handschuhe. Ja. Dann habe ich das Set komplett. Na schön. Sind jetzt hier. Gar nicht mal so groß. Obwohl das Gebäude so groß. So eine Pyramide. Warte, wie viel kann ich jetzt noch laufen? Ich kann gerade noch laufen. Nämlich, ich habe schon 250. Wenn ich jetzt 0,1 Gewicht nehme, bin ich wieder überladen. Oh Gott, es ist so schlimm. Erkrankt ist gerade gut. Höllenhumm. Kundschaft. Könnte ich eigentlich loswerden? Muss ich noch mal überlegen. Ist hier noch irgendwas zum Aufbauen? Ah, Mensch. Arbeiter. Zack. Gut. Und jetzt hin. Wie mal? Aufladen. Zack. Und bitte hat mir aufgebaut. Sehr gut. Hab ich noch einen? Ah, okay. Und der andere. Ja. Noch. Lass ich den mal los. Aber viel lädt sich das Ding, glaube ich, auch nicht auf. Ne. Da muss ich, glaube ich, noch mehr leveln. Um effektiv irgendwas aufzuladen. Wie viel Verzauberung habe ich? 14. Das ist nichts. Also absolut nada. Das ist blöd. Ne. Na gut. Ich jetzt die Seelensteine los? Ah, okay. 0,1 Gewicht bin ich los. Pff. Oh Gott. Na gut, wir waren jetzt bei der Idee. Ich frage, kann ich ihn jetzt nochmal? Will er das Gebiet weiter erkunden? Ele? Der Nordschen? Ah, warte, da ist ein Händler. Händler? Was ist denn hier lang? Ist hier noch was? Ich habe noch ein bisschen rum. So viel Zeit muss sein. Ah, jetzt machen wir ein bisschen Erkundungstour. Wir haben einen Pilgerschrein gefunden. Hm? Okay, da geht's aus. Wahrscheinlich der andere Raum auch. Ah, der andere. Mal gucken. Ui. Ich glaube, so lange machen wir nicht mehr. Die ganze Reise hierhin hat schon ein bisschen Zeit gekostet. Okay. Dann schaue ich nochmal. Bis zum nächsten Mal, was ich hier noch. Oh! Scheiße. Wisst ihr, was gerade passiert ist? What the fuck? Ich bin gerade durch den Bogen geklitscht. Ganz unverhofft durch den Boden. What the fuck? Oh, shit.
Es passiert aber auch nur mir, oder? Also in dem Gebiet rumhüpfen ist böse. Pitch durch den Bogen. Oh Gott. No, jetzt nicht mal. Ah, Spiel! Lass mich! Immer an der Kante. Nee. So, was ist hier? Händler. Okay, Händler. Vielleicht hat der Geld. Man weiß. Hier hin. Das ist aber nicht der Händler, das ist ja eigentlich. Issues. Ach so, der hat oben sein Geschäft. Hier unten hat er seinen. Gewicht kann man leider nicht leisten. Schade. Hat Geld ein Gewicht? Gold. Gold. Sattel. Nichts. Und? Brauchen wir alles nicht. Muss noch ein bisschen schleichen. So. Okay. Hier muss noch ein Händler sein. Wo ist denn der? Ach, der ist hier ums Eck. Wow. Ich tue erstmal seine Wohnung plündern. Und wieder. Bitte. Sehr schön. So. Den ganzen Schrank voll. Ui, wie man schon. Gitterklinge. Das gelbe Buch der Rätsel. Ich glaube, da gab es auch noch mal eine Quest. War nur so ein Buch zum Lesen. Oh. Ach. Mehr Bücher? Götterkulte. Das ist so ein Alchemisten-Typ. Na, lass mich mal ein bisschen quatschen. Was hat denn der? Ja, yeah. Kriegswappenträger habe ich alle abgeschlachtet. Orlok Moor. Brand. Also der hat die ganzen alchemistischen Gesöffe. Eva-Moschus habe ich noch nicht gefunden. Die reden zwar alle davon, aber gefunden habe ich noch nicht. So, was hat denn der schon? Glitterkling. Toll. Der Rest ist Geschichte, brauche ich. Wissen. Oh Gott. Na gut. Schade. Enttäuscht. Ist da noch ein Buch? Also, jetzt brauche ich nicht. Was haben wir noch? Wir haben noch die Herberge. Hier oben ist noch. Ich glaube, das ist der Ausgang gewesen. Hier oben. Und hier haben wir noch mal zwei Wege. Schauen wir nochmal an. So. Wo muss ich lang?
Hier ist aus, ne? So. Ja. Hier müsste die Herberge sein. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. Das nicht. Finish. Teppich. Schön. Hui, eine ganze. Fangen wir an, Geschäfte zu machen. Eine ganze Taverne. Ja. Oh. So. Alle abgeschlachtet. Mein Gehändler. Oh, okay. Stimmt. Der hat nichts zum Handeln? Wieso kann ich mit dem handeln, wenn er nicht mal Geld hat? Wenn ihr etwas wollt, dann sprecht nur. Ja, ist gut. Dann sprech. Was hast du? Kriegerwappen? Rohrbogen? Warte mal. Was steht da? Wenn ihr etwas über die Händler und ihre Arbeit im Morrowind wissen wollt, solltet ihr mit Malion in der Taverne zum Torbogen. Da tritt Morrowind reden. Aha, okay. Haben wir wieder irgendjemanden wichtigen anscheinend? Okay. Dazu glaube ich nicht. Denn? Wow, echt jetzt? Bisschen enttäuscht. Händler haben alle nichts. Jetzt, wo ich Geld hab, ne? Hallo. Wer macht ein geiles Pfeff-Konzert? Nein? Wer bist du? Gerüchte? Ah, der weiß was über Vampire. Kann das sein? Ja. Viel mehr weiß der Typ überhaupt. Ja, ich hab gedacht, er erzählt mir was Interessantes über. Es tut mir leid, aber ich habe nur wenig Zeit. Bitte sputet euch. Was zum Teufel bist du für einer? Warte. Das Outfit ist recht schräg. Ich bin Nioli. Wer zum Teufel bist du? Ein Kundschaft. Ach, das sind die Aschländer. Ah, verehren ihre Ahnen. Stammen und werden Krieg. Ganz gefährlich. Das sind Aschländer. Beruf. Also das sind Aschländer. Was? Ausbildung? Ah, Zeichen. Locken. Interessant. Locken. Ja. Lock. Warte. Sekunde. Ich mache nicht mehr so lange, ne? Keine Sorge. Lurken ist erlaubt. Solange man jetzt nicht sofort den Stream verletzt. Okay, ne? gibt es da solche Leute, die flüchten sofort schlagartig? Wenn man nur Lurk erwähnt. Angequatscht. Was ist mit? Mundril Enid. Aus Tempel.
Außer der Ordinatoren und der Kartenträger. Die Entmügern hin. Handwerker. Was kann ich tun? Pilger. Okay, es ist Pilger. Pilger sind verschwunden. Ist die Frage, ob ich die Pilger noch finde oder nicht. Ich hätte gerne eine Quest oder irgendwas. Warte mal, wer ist das? Artise Arelas ist ein wertgereiste Pilgerin von Art des Tempels. Falls ihr höflich und respektvoll seid, wird sie eure Fragen beantworten. Okay. Dann werden wir nochmal hingehen, auf jeden Fall. Ich will ja mehr über sie hier erfahren. Was die hier alle für Dinge tun. Pilgerreisen. Prüfungen der Götter. Heilige und Helden. Schreine der Helden. Schreine der Gebete. Also alle ein bisschen gottesfürchtig. Okay. Interessant. Lauter Pilger. Tür? Hallo. Tür auf. Du? Das ist dann wahrscheinlich Dingens. Tür, oder? Tür. Auch eine Tür. Alter, wie viele Türen noch? Echt hart. Checken? Ja, ne. Schade. Enttäuscht. Hier gibt's nichts zu glauben. Ich höre. Wer zum Teufel bist du? Hi. Alles Julialine. Okay. Wer zum Teufel bist du? Barde. Eine Pilger in Roben. Haufen Ausrüstung am östlich des Nabises. Abtrünnige Tilvani. Interessant. Die Tilvani sind auch noch eine Gruppe von Adelshäusern, ne? Die Tilvani, die Redania und die Halols. Die drei Königshäuser, die noch übrig sind. Die Klingeln gibt's ja. Das ist interessant. Okay. Also Barden sind so gesehen eigentlich die Bione schlechthin. Regel? Ist interessant. Na gut. Eigentlich fast schon ein Spion, was wir hier haben. Aber sie will uns leider nicht erzählen. Dann nicht. So. Also die da ist von den Aschländern. Könntet ihr euch vielleicht ein wenig sputen? Ja, ist er. Pilgerin? Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Lasst mich nur nicht warten. Werft rum. Sie hat aber nichts gehabt, ne? Gerüchte. Ihr erzählt leider nicht so viel. Schade. Echt. Na gut. Okay. Lang machen wir jetzt nicht mehr. Schauen wir noch den Rest hier an. Und. Links, rechts. Wo gehen wir lang? Warte mal. Gehen wir mal kurz hier lang. Nur nicht hüpfen, sonst glitschen wir durch den Boden. Ne? Wenn wir jetzt hüpfen. Wäre blöd, ne? So, hier geht's glaube ich wieder raus. Ja, ist Ausgang. Interessante Map, die das ist. Also so eine große Pyramide mit lauter Türen, einer Kanalisation.
Den Ort muss ich mir unbedingt merken. Also ich war schon beim... Ich habe einmal schon gespielt. Spiel hier, ne? Ja, 1900 XY. Da war ich genau an diesem Ort schon. Also Molag Maar. Bin ich aus Versehen hingekommen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich hatte gerade mal 100 Gold über oder so. Und hier rein, glaube ich, zum Schlittschreiter. Und bin plötzlich in Molag Maar angekommen. Das war richtig witzig. Okay. Na dann. Bis bald. Man sieht sich hoffentlich bald wieder. Nächsten Samstag gibt es eine neue Folge. Also da machen wir dann an diesem Punkt hier weiter. Und suchen unseren Händler. Wenn Bock und Laune, gerne wieder. Dann geht das Backset Gaming weiter. So. Das war's der. Ja. Okay. Hier? Nein. Ist auf der Map gezeigt? Spiel. Lass mich nicht hängen. Jetzt angezeigt. Nicht angezeigt. Irgendwie hat die Map gerade. Was kann das sein? Nö, nicht angezeigt. Findet nicht ganz die Map, wie ich es mir wünsche, aber auch. So, wir laufen. Hier der Anfang. Okay. Wir laufen wieder zur Mitte. Da werde ich dann mal speichern. Und wollte den Part mal beenden. Es war ziemlich viel, ne? Ach ja, hier, du kannst dir 20.000 Gold machen. What? Her damit, Gold! So leicht kann man mich triggern. Mit Gold. Muss man sich geben. Ach ja, hier sind 20.000 Gold. Gib mir Gold! Gib es mir! Her damit! Gib! Gott. Oh weh. Alkbe. Oh Gott. Auf jeden Fall habe ich jetzt keine Geldsorgen mehr. Keine Geldsorgen. Was? Ja, nein. Ja. Ja! Gib mir Geld. So, okay. Ja. So. Ist schon spät genug, glaube ich jetzt. Oh. 20 Uhr noch was. Meine Güte. Ja. Wir machen heute Schluss, glaube ich mal. War lustig, ne? Also, jederzeit wieder. Wenn wir Bock hatten, sagt, ja, hier gibt's was Tolles zu schauen. Und da, und hier, und da ist auch was Tolles. Und da, guck mal hin. Und da. Ne? Also, jederzeit gerne in Morrowind. Ne? Also, es gibt so viel, so viel kannst du gar nicht angucken, dass du alles weißt, was so Wissen gibt, ne? Ja, das finde ich schon geil, ne? Wenn jetzt wenn mir mal was zeigen will, da in dem Spiel, gerne. Ich mache fast jeden Blödsinn mit. Also fast jeden Blödsinn. Ja, Samstag schauen wir weiter. Mal gucken. Wir haben noch eine Kanalisation hier. Ja. Die werden wir uns auch mal angucken. Und dann schauen, ob wir irgendwo einen Händler finden, der uns die ganzen Sachen abkauft. Hm? So ist er nicht. Also, wir wollen doch ein bisschen Geld machen. Jo. Morgen gibt's eine neue Folge von Edna bricht aus. Ich habe geguckt, wie man da weiterkommt. Ich weiß es jetzt endlich, ne?
Und dann schauen wir mal, wie wir mit der Anstalt hier weiterkommen und so. Weil, boah, war ein bisschen knifflig, das rauszufinden. Ich wäre nicht sofort drauf gekommen. Das war ein bisschen herumprobieren. Ja. Nächsten Samstag wieder. Morrowind. Gucken uns ein bisschen die Kanäle an. Und wie wir zu Geld kommen. Na, noch mehr Geld. Sonntag. Edna bricht aus. Das Mädel in der Klapse. Und Montag wieder. Ja. Final Fantasy 7. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Entweder Nibelheim in der Gegenwart. Oder vielleicht Gold Sorcerer mit Battle Square. Ne? Battle Square, Kämpfe und so. Na, mal schauen. Ob man da vielleicht ein Preisgeld kriegen oder so. Ich weiß es noch nicht. Also Montag. Mal schauen. Bisschen gelevelt habe ich. Leveln ist immer drin, ne? Also bei solchen Spielen hier, ne? Ja, okay. Bis dahin. Man sieht sich, hört sich und isst sich. Ciao, ciao.